Also, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Alexander Savanelli. Zuallererst möchte ich die Gelegenheit nutzen, um euch allen zum vergangenen Valentinstag von ganzem Herzen zu gratulieren. Ich wünsche euch viel Liebe, Gesundheit, Wohlstand im Leben. Jetzt will ich mich gerne vorstellen. Ich bin ein Dolmetscher, Musiker und Schauspieler von Beruf. Bis jetzt habe ich die intense Schauspielerkarriere hier in Belgien, Frankreich und Deutschland gehabt. Seit ein paar Monaten arbeite ich mit meinen Kollegen aus dem Kommunikationsteam der SkyWorld Community zusammen und wir tun unser Bestes, um diese Technologie hier in Belgien bekannt zu machen. Ich will ein paar Worte über mein Land sagen. Also, ich stamme auch aus Georgien. Mein Land ist ein sehr kleines, gebirgiges Land mit subtropischem Klima, die ausgezeichnet ist. Bekannt für eine schöne Landschaften, sonnige Strände, die mächtige Bergwelt des Kaukasus. Außergewöhnliche Mineralwasser und berühmte Weinbaugebiete. Das Land liegt am Schwarzen Meer, bietet eine wunderschöne Brückenverbindung zwischen Europa und Asien. Übrigens, für diejenigen, die dort nie im Leben gewesen sind, kann ich das ganz kurz definieren. Die wunderschönen Berge des Kaukasus wie in der Schweiz, die azurblaue Meer, schöne Küche und faszinierendes Wein wie in Südfrankreich mit sehr günstigen Preis wie in Montenegro. Nicht schlecht, ne? Und hoffentlich, wenn die ganze Geschichte mit Covid-19 bald vorbei ist, empfehle ich euch, die erste Reise nach Georgien zu machen. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und damit komme ich zurück zu unserem heutigen Hauptthema. Wie euch bereits wissen, ist unsere Umwelt heutzutage aufgrund des schlechten Umgangs mit natürlichen Ressourcen sehr stark verschmutzt, was führt zu einer globalen Erwärmung auf unserer Erde. Gleichzeitig haben wir das Problem zu vielen veralteten Technologien mit viel Abfall, was sehr schlimme Folgen hat. Aber wie kann die Menschheit das alles lösen? Ich möchte mehr Erklärungen zu diesem Thema geben. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Verschmutzung der unserer Umwelt jedes Jahr den Tod von 6 Millionen Menschen verursacht. Habt euch schon einmal über die Stringtransporttechnologie der SkyWorld Community gehört? Ich bin wirklich stolz darauf, dass in meinem Land diese fortgeschrittene Technologie sehr beliebt ist und damit können wir viele Veränderungen erreichen. Es ist kostengünstig, dank grüner Energie und hinterlässt fast keinen Abfall. Der Erfinder dieses erstaunlich erfolgreichen Projekts ist der Wissenschaftler Herr Anatoly Junitsky. Er hat 40 Jahre gedauert, um die Technologie und die Dokumentation für unsere Gemeinschaft der vierten Generation zu entwickeln. In der vergangenen 2 Jahren hat sich die SkyWorld Community die Technologie zunutze gemacht und die Teststrecken für den Stadt- und Güterverkehrsstraßen gebaut, aber auch die Pilotversuche und die Zeitschrift-Zertifizierungen durchgeführt. Wie euch auf dem Dia sehen können, hat Herr Junitsky vor ein paar Jahren die Residenz des Dalai Lama in Tibet besucht und auch sein Segen für unsere zukünftigen Projekte erhalten. Seine Hoheit war sehr interessiert an den vorschriftlichen Ideen der Herr Junitsky. Wenn man bedenkt, dass der buddhistische Tempel in Tibet sehr hoch und vor Touristen und Pilger unzugänglich sind. Also, was ist eigentlich ein Stringtransport? Das will ich deutlich erklären.
Wie sieht also unsere hochmoderne Technologie in der Realität aus? Die Fahrzeuge selbst sind in einem sehr leichten Polycarbonat gefertigt, mit einem ultraleichten Elektromotoren ausgestattet. Es nutzt eine Solarzellen und Windkraft, aber auch normalen Strom. Erleichterung der Bewegung durch ein einfaches Seil, das gerade auf hohen und gebauten Scheinen gezogen wird. Das ist zu vergleichen mit einer Saite, einer Gitarre, die gut gespannt ist. Der Stringtransporttechnologie von Unitsky Technologies ist ein revolutionäres System. Das ist eine große Auswahl von Personen und Gütern auf eine super sichere und effiziente Weise transportieren zu werden. Es ist ein großartiges Transportmittel für die lokale, aber auch die internationale Logistik. Ich möchte hinzufügen, dass diese Technologie sowohl in Hochgebirgsregionen wie die Schweiz, Südfrankreich oder Georgien zum Beispiel, aber auch in Flachland sehr erfolgreich eingesetzt werden kann. Die Innovation des Unternehmens liegt in den Konstruktionsmerkmalen, die Gleisstrukturen und die automatischen Steuerung, die in künstlicher Intelligenz basiert ist. Die umfassenden technischen Lösungen des Unternehmens reduziert die Kosten für Bau im Betrieb des Transportsystems um mehr als ein Drittel im Vergleich mit einem herkömmlichen Eisenbahn und die Hälfte im Vergleich mit einem gewohnten Eisenbahn und Autobahn und fünfmal im Vergleich mit einer regulären Autobahn. Diese Technologie hat ein enormes Potenzial. Die Infrastruktur der Städte kann vollständig in eine lineare, in urbane Infrastruktur umgewandelt werden. Dieses System ist sehr umweltfreundlich und macht es möglich, um viele sauberen und schöneren Städten zu leben als heute. Dank der Stärke der Stahlendrähte, die von hochqualifizierten Ingenieuren entwickelt wurden, ist eine Lebensgefahr für die Fahrgäste praktisch ausgeschlossen. Dank eines speziellen für diesen Fahrzeug entwickelten intelligenten Kontrollsystems gab es während des Testfahrts bisher keine Unfälle. Wie gesagt, die Fahrzeuge sind sehr flexibel. Sie können sich unter allen Bedingungen frei bewegen. Sehr hitzenbeständig sind, können Wasser und steinige Straßen überqueren und verursachen keine Staus. Das ist sehr wichtig. Und das alles, weil sich alle Fahrzeuge da die automatische Lenkung auf die Oberfläche bewegen. Zur Engineering werden die Windturbinen und Solaranlagen eingesetzt. Super effiziente Elektromotoren verbrauchen eine minimale Menge an Energie, was zu erheblichen Einsparungen führt. Die einzigartigen Vorteile, die der Unitsky String Technologies entwickelt, Transportsystems ermöglicht die integrierte Nutzung vorschriftlichen Leistungen im Bereich des elektrischen Hochgeschwindigkeits- und umweltfreundliches Transport. Durch alle drei Vorteile haben wir im Vergleich mit den Konkurrenten. Und zusätzlich zu den geschäftlichen Vorteilen konzentrieren sich die mehrstufigen Engineering-Lösungen des Unternehmens in der Region auf drei industrielle Zielpunkte. Erstens erhöhen die während und der Personenfluss in bestehenden Städten ohne die vorhandene kommunale Infrastruktur einzugreifen. Also ein Einbau ist nicht nötig. Zweitens ermöglichen sind die Verbindung und Optimierung die Warenflüsse zwischen schwer zugänglichen Produktionsbereichen, wie zum Beispiel Häfen, Flughäfen und Logistikzentren und so weiter und so fort,
ohne dass zusätzliche Terminals gebaut werden müssen. Und drittens bietet die Lösung des Unternehmens eine umweltfreundliche Transportverbindung, frei von Verschmutzung und mit minimalem Geräuschpegel. Für die Regionen mit hohen Umweltforderungen in den industriellen Einfluss auf dem Umwelt verboten oder begrenzt ist, zum Beispiel. Ich möchte hiermit Ihre Aufmerksamkeit auf das wichtige Ereignis des Jahres 2020 für unser Unternehmen hinweisen. Als Sie euch könnt sehen, oder die DIA, am 23. Oktober veranstaltete die Skyworld Community das Ecofest. Aufgrund der Ausbreitung des Coronaviruses in der Welt wurde die Sendung online übertragen. Herr Junitzki berichtete von vielen positiven Nachrichten. Die Marketierungsstrategie wird neu strukturiert und die Nachrichten in einem verbesserten Format werden sicherlich weitergeführt werden. Aber wir hatten wir einen sehr langen Weg vor uns, um dieses Ergebnis zu erreichen. Also die Firma Junitzki String Technology hat den Bau einer Straßenbrücke in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschlossen. Wir haben die Teile unserer Maschinen für die spätere Wartung in Produktion gebracht und auch den Bau des lang geforderten Eco-Haus abgeschlossen, als endlich. Das war ein großer Sieg für uns, wenn man die lokalen und klimatischen Bedingungen bedenkt in Arabischen Emiraten. Und darum, auf diesen Grund, hat Herr Junitzki seine Aufmerksamkeit auf dem Nahen Osten gerichtet, wo die Geografie unserer Produktion erweitert wird. Dank der Zuverlässigkeit, der Hörleistung, der breiten Palette der Optionen und Simplizität, den geringsten Materialverbrauchs der Fahrzeugstruktur können die verschiedenen Modelle unserer Gemeinschaft zu einer universellen Lösung für die Reihe von Transportproblemen werden, wie zum Beispiel die Organisation der Güter- und Personentransport in abgelegenen Gebieten und Regionen mit schwierigen klimatischen Bedingungen. Der Bau der neuen Straße in den Vereinigten Emiraten ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Die Stärkung der Position unserer Gesellschaft im Nahen Osten ist ein Haupttrend für dieses Jahr. Die Technologie würde offiziell als Potenzial für die Umsetzung des Infrastrukturentwicklungsplans von Dubai vorgestellt. Eine Reihe von Projekten, die der Verkehrsminister des Landes vorgeschlagen hatte, wurde von der Leiter der Region, ihr könnt das sehen auf der DIA, auf der rechten Seite, Herr Hussein Mohammed Al-Mahmoudi, bestätigt. Zu den Projekten gehört dies Nahverkehrssystem mit einem Gesamtlänge von 15 Kilometern, also das ist ein sehr langer Weg, mit 21 Stationen, das mit unserer Technologie realisiert werden kann. Nun möchte ich in Kürze unseren tropischen Modell vorstellen. Bei Entwicklung die Unicar Tropical U4 431 wurden die klimatischen Besonderheiten des Nahen Osten, wo der Einsatz erfolgte, in Betracht gezogen. Diese Neuheit zeichnet sich durch die eine doppelte Klimaanlage, eine hydraulische Federung, ein doppeltes Kühlsystem, einen größeren Energiespeicher an Bord sowie eine Kabine, von VIP-Kabine Design zum Beispiel, die ähnlich ist, die ist Ausstattung, ohne Übertreibung zu sagen, wie ein Mercedes-Benz oder BMW. Das sieht toll aus. Die von den weißrussischen Unternehmen geschaffene Hochtransportlösung hat eine Reihe von technischen und kommerziellen Vorteilen, die es ermöglichen, Frachtströme von ICO-Standard-Container bis zu 5 Millionen Tonnen pro Jahr
zu bewältigen, was über den Preis von 1 Cent pro Kilometer in der Region liegt. Für den Personenverkehr sieht die Transportlösung die Beförderung eines Stroms von 50.000 Menschen pro Tag. Der Ziffer vorstellen, 50.000 Menschen, wo die Staffel von 0,1 Cent pro Kilometer. Das ist sehr günstig, Damen und Herren. Und ich möchte darauf hinweisen, dass seine Hoheit, der Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qassimi, ein Mitglied des Bundesgerichtshofs von Arabischen Emiraten, das in Bau befindliche Innovationszentrum in Sharjah hat besucht. Ihr könnt das auf der linken Seite sehen. Unten, ich habe das speziell gemacht für euch, das war Skyway, das sichtbar ist. Und dieses Ereignis wurde von den Medien in den Emiraten ausführlich behandelt. Leiter Oleg Zaretsky, das ist unten in der Dias, die CEO, die Executive in Emiraten, sagte in der lokalen Radiointerview, dass die Kosten für den Bau des Netzes ähnlich oder selbst billiger ist als der Bau von einer neuen Autobahn. Und der Zeit erfordert viel weniger Instandhaltung auf einer Entwicklungsbaustelle in einem Technologiepark wurde bereits 400 Meter lange Landebahn mit einem schwebenden Kapsel in Betrieb genommen, die für das extreme Klima im Nahen Osten gebaut wurde. Dieses Pilotprojekt soll ab nächsten Monat, ab März dieses Jahres, in Beförderung von Passagiers und Luxuskapseln ermöglichen. Es gibt eine Stahl-auf-Stahl-Reibung, das heißt, es verbraucht viel weniger Energie als Autos. Es ist eine stromsparende Lösung mit einem Elektromotor, der teilweise mit Solar- und Windenergie betrieben werden kann. Wenn zum Beispiel die Technologie eine 20-minütige Fahrt von Dubai nach Abu Dhabi ermöglicht würde, hätte das auch möglich. Eine weitere 2 Kilometer lange Teststrecke wird im Mai im Technologiepark eröffnet und innerhalb von 3 Jahren eine 130 Kilometer lange Skybahn von Sharjah zu Hafen, die heißt Khor Fakkan, in Betrieb genommen werden, um eine Fracht zu befördern. Auf diesen Bahn werde schwimmende Kapseln in einem superstärken Kabel mit einer Geschwindigkeit von, stellen Sie vor, 500 Kilometer pro Stunde fahren. Das ist unglaublich, sobald eine volle Strecke geöffnet ist. Seile und rollende Räder begrenzen diese Größe aufgrund von Reibung und Belastung auf niedrige Geschwindigkeiten. Diese Technologie ist mit einem Eisenbahn vergleichbar, bei der Rede auf einer Spur zu laufen, hat Herr Oleg Zaretsky behauptet. Und wir haben noch einen Beweis. Ein Journalist in englischsprachigen Publikation The National besuchte das Skyway-Versuchszentrum in Sharjah und bereitete auf der Grundlage der Ergebnisse der Besuchsmaterial über Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in den Arabischen Emiraten vor. Nach Angaben der Autors der Publikation werden die ersten Tests mit Passagieren bereits im März dieses Jahres. Also wir haben zwei verschiedene Menschen, die dieselbe können behaupten. Und im Mai wird in diesem Bau von 2,5 Kilometer Piste abgeschlossen sein. Er bestätigte auch die Information, dass in 3 Jahren der Bau das 130 Kilometer lange Landebahn zwischen Sharjah und Hafen Khor Fakkan geplant ist. Es ist eine energiesparende Lösung mit einem Elektromotor, der teilweise mit Solar und das Projekt, was sehr wichtig ist,
wird dort durch die Regierung von Sharjah unterstützt. Laut der Journalist der Forschungs- und Entwicklungszentrum von Unitsky String Technology in Sharjah ist das SkyVault-Viadukt billiger als der Bau der neuen Autobahn und erfordert weniger Wartung. Und aufgrund seiner Lage auf dem Boden kann der frei verwendete Platz für Gewerbe, Wohn- und Immobilie genutzt werden. Das ist sehr wichtig. Also oben sind unsere Bahn, unten ist ein Wohnimmobilien. Im Technology and Engineering Park in Sharjah fand ein Treffen zwischen dem Leiter der Region Hussein Mohammed Al-Mahmoudi und einer Delegation von russischen Geschäftsleuten statt. Sie sprachen über die großen Möglichkeiten und die wichtige Rolle des Technologie- und Engineering-Parks bei der Förderung von Innovation in wissenschaftlicher Forschung in Sharjah und der Region. Sie betonten auch, dass Skyway-Lastwagen bis zu 25 Tonnen auf einmal mehr Güter mit einer Geschwindigkeit von 130 Kilometer transportieren können, was die Notwendigkeit von der schweren LKWs, die die Straßen verstopfen, stark reduziert. Also das ist eine revolutionäre Technik. Ein Unternehmen, die heißt Mafelec Team, ist mit SkyWorld Community eine Partnerschaft für die Lieferung im Beleuchtungs- und Interaktionszentrum eingegangen. Mafelec Team soll SkyWorld Community mit manuellen Türen und Tasten für die Unibusse beliefern, die Ein- und Ausstiegzeit verkürzen und die Wartungskosten die Fahrzeuge stark reduziert. Die staatlichen für unsere Unibusse Standlichten werden ebenfalls mit Mafelec Team Beleuchtung ausgestattet. Aber auch die SkyWorld Community hat Tests mit Hochgeschwindigkeit Unibus U4 372, die Modell heißt so, eingegangen. Es wurde mit großem Erfolg auf dem internationalen Verkehrsausstellung InnoTrans in Berlin in 2018 präsentiert. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Entwickler dieses besonderen Modells des Unibusses eine viel ruhigere Fahrt erreicht haben als den Business-Class-Wagen. Hier möchte ich auch betonen, dass ich persönlich in diesem internationalen Projekt teilgenommen, ich war dabei in 2018, rechts von uns war der Toshiba-Pavillon und links waren Siemens. Und ich bin sehr stolz drauf, um zu sagen, dass die Verführung unseres Modells einen sehr großen Erfolg gehabt, was zu einer enormen Anzahl von Besuchern führte. Ebenfalls ab Ende 2020 führten die Fachleute des Konstruktionsbüros von SkyWorld Community in Marina Gorka in Weißrussland eine Reihe von Vorsprungfunken in Stromversorgungssysteme, die Ladesysteme und der stromabnehmendes Elemente der Gleisanlage durchgeführt. Heute betreibt das Testzentrum von Unitsky String Transport in Weißrussland 5 verschiedene Typen von 5 Trucks. 2 neue Spuren werden nächsten Monat eingeführt. Jede Schneise ist so ausgelegt, dass der Transport unter Bedingungen mit unterschiedlichen Belastungen und Scheinskonstruktionen getestet werden kann. Und was ist sehr wichtig und der Hauptvorteil des Univind ist zum Beispiel die Einfachheit, die günstigen Kosten, die Infrastruktur und unter allen natürlichen Bedingungen aufgebaut werden kann. Das Univind, das zum Transportmittel werden kann, das die Menschen nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den
unzugänglichen Regionen des Planeten verbinden wird. Für den Beginn dieses Jahres haben wir den großen Zuwachs der Modellpalette. Rolling Stocks mit der erhöhten Transportkapazität. Die neuen Unibusse sind als Zug mit zwischen 2 und 10 Kabinen gruppiert, mit einer Kapazität von bis zu 50 Personen in jeder Kabine. Also, Damen und Herren, abschließend möchte ich mich bei euch für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse auf unsere Technologie recht herzlich bedanken. Ohne zu übertreiben, wir haben das Jahr 2021 erreicht. Das wird ein Jahr des Übergangsjahrs für unsere Unternehmen. Wenn wir uns die Ereignisse der vergangenen Jahres ansehen, war das für uns alle nicht einfach. Das plus Coronavirus-Probleme in der ganzen Welt gab Ende viel andere turbulente Ereignisse, aber trotz aller Skepsis, ich bin überzeugt, dass Technologie von Skyworld Community in näher Zukunft weltweit Einzug halten wird. Es ist eine Transportlösung für die zukünftigen Generationen. Ich wünsche euch alles Gute und wenn euch zum Beispiel Fragen habt, könnt ihr euch bei den Ressourcen auf unseren offiziellen Website anwenden können. Und damit, ich verabschiede mich, bau den Skyway und rette den Planet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. А так все дотлить. Здесь просто дотлить, что это такое.